diesem Video möchte ich über die Händetrocknung reden, denn deren Stellenwert wird häufig unterschätzt. Zu viel Restfeuchte auf den Händen begünstigt das Wachstum von Mikroorganismen, insbesondere in den Fingerzwischenräumen. Einschlägige Empfehlungen von der WHO, dem Robert-Koch-Institut oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung raten daher zur Verwendung von Einweghandtüchern. Diese haben gegenüber Lufttrocknern nämlich drei entscheidende Vorteile. Verwenden wir ein Einweghandtuch, ist die Restfeuchtigkeit auf der Haut und die Aerosolbildung in der Luft deutlich geringer. Bei Lufttrocknern werden diese Wassertröpfchen laut wissenschaftlichen Studien mit hohen Luftgeschwindigkeiten im Raum verteilt. So werden umstehende Personen durch die Keime, welche nach dem Waschen auf der Haut verblieben sind, gefährdet. Daher ist die Verwendung dieser Geräte in medizinischen Einrichtungen aus hygienischen Gründen nicht empfohlen. Der dritte Vorteil von Einweghandtüchern ist, dass durch dessen Verwendung noch zusätzliche Mikroorganismen von der Haut entfernt werden. So verbleiben Mikroorganismen im Papiertuch und werden nicht in der Raumluft verteilt. Trotz aller Vorteile von Papierhandtüchern gibt es zwei wichtige Punkte, die bei ihrer Verwendung beachtet werden sollten. Zum einen sollten möglichst berührungslose Spender wie AutoCADs mit einer Einzeltuchentnahme verwendet werden. So berührt jeder Anwender nur die für ihn bestimmten Tücher. Zudem sollte gerade aus Gründen der Nachhaltigkeit darauf geachtet werden, Tücher aus Recyclingfasern zu verwenden. Diese sind in puncto Leistung und Hygiene gleichwertig gegenüber Tüchern aus Frischfasern und schonen dabei unsere Umwelt.